It's good that God has given us another day once again. Es ist gut, dass Gott uns wieder einen neuen Tag gegeben hat. He has opened great doors for us. Er hat neue Türen für uns geöffnet. Great opportunities. Neue Möglichkeiten. Even though there are so many things we are still thinking about and worried about. Auch wenn es noch so viele Situationen und Dinge gibt, über die wir uns Sorgen machen. But He's still God. Aber Gott ist immer noch Gott. Again, we won't have this video short time, shorter video for you. Wir wollen einmal dieses kurze Video wieder für euch machen. Let us turn our Bible to the book of Exodus. Lass uns mal unsere Bibeln aufschlagen in 2. Mose. Exodus chapter 14. Kapitel 14. Let's read from verse 8 downwards. Lass uns einfach von Vers 8 bis ganz nach unten lesen. This is the Israelite coming out from Egypt. Das ist die Situation, als den als Israel aus Ägypten herauskam. We all know the story about the Israelite coming out from Egypt. Wir alle kennen die Geschichte, wo Israel aus Ägypten hinauszog. What God did to Pharaoh and all the magicians. Was Gott alles zu Pharao gemacht hat und den ganzen Leuten dort. But finally, Pharaoh decided, okay, the Egyptians can go. Aber schlussendlich hatte ja Pharao gesagt, egal, die Israeliten können gehen. But the main reason for the Israelites to go is one reason. Aber der Hauptgrund, warum die Israeliten gehen durften, war, it's just because they are going to the wilderness to worship God. Weil sie in die Wüste gingen, um Gott zu anzubeten. And I mean, think about this. They are living from Egypt to go to the wilderness to worship God. Sie gingen in die Wüste, um Gott anzubeten. And Bible said, on the way going. Und die Bibel sagte, auf dem Weg dorthin. God hardened Pharaoh's heart once again. Hat Gott das Herz des Pharaos wieder verhärtet. And then he decided, no, come on, the people are going. Let us change them. Let us go and bring them back. Und der Pharao sagte, nein, lass uns hinterherjagen und lass uns die Leute wieder zurückbringen. So this is the time they are almost on the sea. Und das war der Moment, wo sie schon fast beim Boot waren. They lift up their eyes, they can see the sea. Sie hebten ihre Augen und sahen das Meer. And then again they were turned back, they see the soldiers coming. Und als sie sich umdrehten, sahen sie schon die Soldaten, wie sie von hinten kamen. From Egypt. Aus Ägypten. They were so nervous. Und sie waren so nervös. So confused. So verwirrt. So disturbed. So durcheinander. They didn't know what to do. Und wussten nicht, was sie they tun sollten. They told Moses. Und sie sagten zu Mose. Moses, do you think we don't have grave in Egypt? Mose, dachtest du, dass es nicht genügend Gräber in Ägypten gibt? That's why you brought us here to die. Und darum hast du uns hierher gebracht, um zu sterben? Why are you brought us here? Warum hast du uns hierher gebracht? We told you from the beginning. Wir haben dir doch von Anfang an gesagt. We don't want to come. Wir möchten nicht mitgehen. We don't want to go with you. Wir wollen nicht mit dir gehen. But why are we here now at this moment? Und warum sind wir hier in dieser Situation jetzt? Look at the sea. Guck da vorne das Meer. Look at the soldiers coming. Und die Soldaten hinter uns. What can we do? Was können wir tun? We are confused now. Wir sind verwirrt. I mean, put yourself in the shoe of Moses. Begib dich einfach mal in die Schuhe von Mose. And you will feel what Moses was feeling. Und dann kannst du fühlen, was it Moses wasn't fühlte. Easy. Es war nicht einfach. When it comes in steps of situation like this. Und wenn es zu Situationen wie diesen kommt. When you turn left, you don't know whom to talk to. Wenn du nach links dich wendest, weißt du nicht, mit wem du reden sollst. You turn right, you don't know whom to talk to. Und zu deiner Rechten ist auch kein Berater. The enemy are coming. Der Feind kommt. The people that you think they are close to you. Und die Menschen, die du denkst, dass sie dir nahe sind. They are also against you. Sind auch gegen dich. What will you do? Was würdest du tun? You don't have anybody to talk to. Du hast keinen, mit dem du reden kannst. I tell you, the best prayer meeting. Ich sage dir, das beste Gebetstreffen. Is this situation. Ist eine Situation, whereby you don't know whom to talk to. Wo du nicht weißt, mit wem du reden sollst. Everything is confused. Alles ist verwirrt. Everything is nerving. Alles ist genervt. You can't talk to anybody. Und du kannst mit niemandem darüber reden. But you lift up your eyes. Aber du hebst deine Augen. And said, God. Und du sagst, Gott. What can I do? Was kann ich tun? God said, Moses. Gott sagte, Moses. What is in your hands? Was ist in deiner Hand? I'm telling every Christian today. Ich möchte jeden Christen I'm telling sagen, everybody today. Möchte jeden heute there morgen is sagen, something in your hand. Da ist etwas in deiner that, Hand. That is the powerful tools that you have never ever heard of. Das ist die kraftvolle Waffe, and von der du noch nie gehört hast. And that is in your hands. Und die ist in deinen Händen. That power is in your hands. Diese Kraft ist in deinen that Händen. That tool is in your hands. Dieses Werkzeug ist in deinen Händen. He said, Moses. Er sagte, Mose. Strike the lift up your rod.
Mensch da. And you will see what will happen. Und du wirst sehen, was passiert. Immediately, Bible said. So wie die Bibel sagt, he stretched out the rod. Dass er seinen Stab erhob. The sea divided into two. Hat sich das Meer in zwei geteilt. And Israel walked through. Und die Israeliten gingen durch. My question here is. Meine Frage ist hier. Look at the sea that has been divided into two. Stell dir das Meer einfach vor, dass es in zwei Hälften. It had been like a wall on one side, a wall on the other side. Es war eine Wand auf der einen Seite und eine Wand auf der anderen. And Seite. They are walking through. Und sie gingen hindurch. But how come? Aber wie kam in es? This situation, in dieser Situation, I would be afraid. Also ich wäre sehr ängstlich. Oh, whatever, all of a sudden, was wäre, wenn ganz plötzlich it will fall on us. Das Wasser auf uns fallen würde? How are we going to behave? Wie würden wir uns verhalten? You see, many a times, sehr oft we talk about faith. Sprechen wir von Glauben. I understand the faith. Ich verstehe den Glauben. The faith is there. Der Glaube ist da. But many a time we have the faith, but there's some fears attached aber to it. Sehr oft haben wir den Glauben, aber Angst ist damit angeknüpft. We trust God, but we are nervous. Wir vertrauen Gott, aber wir sind dennoch nervös. We believe in Him, but things are not going on right. Wir glauben an ihn, aber trotzdem laufen die Dinge nicht ganz so wie wir wollen. Let me preach to the real people right now. Lass mich einmal zu den realen Leuten hier reden. I'm talking to the real people. Zu den realen Leuten. People who knows what is fears. Zu denen, die wissen, was Angst ist. And know what is faith. Und auch wissen, was Glaube ist. The fears is there. Die Angst ist da. We understand that. Wir verstehen das. We understand. Wir verstehen I'm not telling you that nobody can will not have fears. Ich sag nicht, dass keiner irgendwie Angst haben the fear will come. Aber die Angst but kommt. One thing we know. Aber eines, was wir wissen, we had a God. Ist, dass wir einen Gott that haben. He said, der gesagt if hat, even though you are walking through, auch wenn du, you can see left full of water. Du durchgehst und links und rechts ganz right viel Wasser. Right full of water. Ganz, ganz viel Wasser. He's saying to you. Aber er sagt zu dir. Go through. Geh hindurch. Go through. Geh hindurch. Move on. Bleib dran. Move on. Geh vorwärts. Keep on. Bleib dran. Because His grace. Denn seine Gnade. Is sufficient for you. Ist genügend für dich. Move on. Geh vorwärts. Don't give up. Gib nicht auf. It is hard. Es ist schwer. I know you are nervous. Ich weiß, dass du nervös bist. You are afraid. Und dass du Angst hast. You are tired. Du bist müde. Move on. Aber bleib dran. Keep on. Bleib dran. For I said, denn ich habe His gesagt, grace seine Gnade is sufficient ist for you. He wants to show His glory. Er möchte seine Herrlichkeit zeigen. He wants to get some glory here. Und er möchte die Herrlichkeit he wants to do something marvelous. Er möchte etwas Erstaunliches so that He will gain His glory once again. Damit er noch mal Herrlichkeit he is about to gain some glory. Und er ist dabei, Herrlichkeit zu schaffen. His glory is going to show up to the world. Seine Herrlichkeit wird sichtbar werden. We are passing through something. Wir gehen durch etwas hindurch. But God said, aber Gott sagt, after we pass through, nachdem wir hindurch he is going to show His glory. Wird er seine Herrlichkeit because zeigen. His grace is sufficient for you. Denn seine Gnade ist genügend. He's about dich. To show His glory. Er wird seine so Herrlichkeit all of a sudden, und ganz plötzlich, they walk through the sea. Als sie hindurchgingen, they went to the other side. Und auf der anderen Seite ankamen, they saw the Egyptians coming. Sahen sie, wie die Ägypter sie weiterverfolgten. But Bible said, aber die Bibel sagt, while the Israelites were walking on the sea, während die Israeliten da durchgingen, frightened, voller Angst, nervous, und Nervosität, full of fears, voller Angst, the angel of the Lord, war der Engel des Herrn, reduced the speed. Er hat die Geschwindigkeit der Räder reduziert. Of the chariots. Der Wagen der Ägypter. He reduced their speed. Er hat ihre Geschwindigkeit I'm telling you, whatever is after you. Ich sage dir, was auch immer hinter dir her ist. Is reducing the speed. Gott reduziert dessen Geschwindigkeit. He is destroying their plans. Er zerstört ihre Pläne. He is reducing everything that is behind you, chasing you. Er reduziert alles, was hinter dir ist und was dich versucht aufzuhalten. Going after you. Und dich verfolgt. He is reducing it. Der Herr reduziert es. Because His grace over you is great. Denn seine Gnade über dir ist großartig. And is so powerful. Und sie ist so mächtig. That He will not let the enemy to destroy you. Dass sie dem Feind keine Chance gibt, dich zu zerstören. Their speed.
Er wird ihre Geschwindigkeit so that they reduzieren. They will not come close. Damit sie dir nicht nahe kommen. And all of a sudden, und ganz plötzlich, the time the Israel was on the other side, als die Israeliten auf der anderen Seite waren, tell Moses, er sagte zu Mose, Moses, do it again. Sagte Gott zu ihm, tu es nochmal. Stretch forth again. Strecke deinen Arm aus. And let the sea close. Und lass das Meer sich schließen. The sea close. Das Meer hat sich verschlossen. The sea close, und nachdem sich das Meer verschlossen this hatte, is my message. Und das ist meine Botschaft. When you go to the verse 20, verse 15, wenn du in den Vers 15 gehst, you find out that the Israelites started worshiping God. Dann stellst du fest, dass die Israeliten anfingen, Gott anzubeten. The ladies started picking tambourine. Die Frauen nahmen sich die Tambourine and they were shouting. Und sie jubelten. They were dancing. Und sie tanzten. Last week I preached a message. Letzte Woche habe ich eine Botschaft gesendet. I said, and Noah set an altar. Und Noah baute einen Altar. While the children built a tower. Während seine Kinder einen Turm bauten. Today, heute, after all this, nach alledem, they picked tambourine. Haben sie Tambourine genommen. They worship him. Und haben Gott angebetet. They sung the song like this. Und sie haben ein Lied gesungen. He has become my salvation. Er ist meine Rettung geworden. He has become my salvation. Er ist zu meiner Rettung geworden. Lord is my strength. Der Herr my ist meine Stärke. Oh, my song. Er ist mein Lied. You can sing this song with me. But let me tell you, he said, the Lord is my salvation. Der Herr ist meine Rettung. He is my healer. Er ist mein Heiler. He is my protector. Er ist mein Schutz. He is my deliverer. Er ist mein Befreier. He is my God. Er ist mein Gott. I'm telling you, we are passing through. Und ich sage euch, wir gehen let me tell durch. You, we are passing through, okay? Wir gehen hindurch. And when we pass through, und wenn wir hindurch we will sing a song. Werden wir dieses Lied singen. When we pass through, und wenn wir hindurch we gehen, had a worship. Dann haben wir Lobpreis. When we pass through, und wenn wir hindurch we gehen, will draw the glory of God on earth. Werden wir die Herrlichkeit Gottes and auf der Erde sehen. And the whole world will know. Und die ganze Welt that we had a God. Dass wir einen Gott His haben. Name is Jesus. Sein Name ist His Jesus. Name is Jesus. Sein Name ist I said, Jesus. His name is Jesus. Sein Name ist Jesus. The one who saved mankind. Derjenige, der den Menschen, die Menschen gerettet hat. He will do it again. Und er wird es wieder tun. Be strong. Seid stark. You know that His grace is great for you. Und wisse, dass seine Gnade gut ist und groß ist für dich. There for you. Sie ist da für May dich. God bless you. Möge Gott dich May segnen. Möge Gott dich stärken. May God encourage you. Und dich ermutigen. In Jesus' name. Im Namen Jesus. Amen. Amen.